Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Endlich wieder mal ein Haarvideo. Yay! Und zwar, wie ihr es euch bestimmt schon denken könnt und es bestimmt auch im Titel steht, logischerweise, kommt mal wieder eine neue Haarfarbe. Ja, das Blau habe ich ja jetzt schon seit circa einem Dreivierteljahr. Die beiden Ansätze habe ich ja seit Juli. Aber ja, es wird Zeit für was Neues. Und morgen auf Arbeit werden mir wieder die Haare getönt. Da das aber eine komplett andere Farbe wird, muss ich diese Farbe erstmal rauswaschen. Und zwar habe ich mir von Paul Mitchell das Shampoo Free geholt, also so ein Tiefenreinigungsshampoo. Und damit werde ich jetzt versuchen, nochmal ein bisschen viel Farbe rauszuziehen. Von YouTube und so habe ich immer mal wieder mitbekommen, dass Fruchtsäure auch ziemlich gut Farbe rausziehen kann. Deswegen habe ich hier Zitronensaft. Und das werde ich ein bisschen reinmischen. Natürlich wird nicht alles rausgehen, weil es ist ja noch ziemlich intensiv und wir haben ja auch lange immer wieder blau drüber getönt. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie viel das noch rausziehen wird. Morgen werden mir natürlich meine Ansätze wie gewohnt immer blondieren. Und was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, was aber jetzt unumgänglich ist, weil sonst wird die Farbe wahrscheinlich nicht klappen, so wie wir uns das vorstellen. In Längen und Spitzen, da wo das Blau jetzt ist, werden wir nochmal mit einer ganz, ganz leichten Blondierung drüber gehen. Ich bin zuversichtlich, dass das Blau so gut wie möglich rausgeht und die Tönung drüber auch schön kräftig wird. Genau. Ich habe jetzt das erste Mal einschamponiert. Schon selber beim Waschvorgang ist ziemlich viel Farbe rausgeträufelt. Ich bin mal gespannt, wie gut das die Farbe rausziehen wird mit der Zitronensäure. Ganz wichtig, wenn ihr die Haare nass gemacht habt, sehr, sehr gut ausbringen, weil da ist dann am Ende zwar immer noch genug Feuchtigkeit drin, aber wenn ihr das nicht gut ausbringt, dann tropft euch das die ganze Zeit im Gesicht runter und das ist echt nervig. So Leute, geschulte Augen würden bei gutem Licht jetzt wirklich erkennen, dass meine Methode gerade doch wirklich schon gut Farbe rausgezogen hat. Ich habe das einmal gemacht, habe das 15 Minuten einwirken lassen, wieder ausgespült. Habe ich es ein zweites Mal gemacht, habe es aber 30 Minuten einwirken lassen. Und weil ich auf ganz normal sicher gehen wollte, habe ich das dann noch ein drittes Mal gemacht und nochmal 30 Minuten einwirken lassen. Eigentlich müsste man mit dem Auswaschen auch viel, viel, viel eher anfangen. Ich glaube, so mindestens 2 Wochen davor sollte man schon anfangen mit Auswaschen vorm neuen Tönen. Und dann auch alle 2 Tage so diese Auswaschprozedur machen, damit man die Farbe auch wirklich gut rausbekommt. Ich hoffe einfach, dass diese Blondierung morgen nochmal sehr viel Farbe rausziehen wird. Und dass meine Spitzen nicht so geschrottet werden, weil die haben wir nämlich vorgestern erst geschnitten, weil ich habe jetzt auch Stufen drin, falls ihr das seht. Weil das Blöde ist halt, die Farbe, die ich mir machen will, ist halt die Farbe, die ihr Farbpreis genau gegenüber liegt. Heißt, ist da auch nur noch ein bisschen intensives Blau drin, kann es sein, dass meine Haarfarbe matschig, braun und grau wird. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das mit der Blondierung morgen funktioniert. Aber ich bin guter Dinge, positive Gedanken, Gedanken werden Dinge, Gesetz der Anziehung. Das wird funktionieren. Dann drückt mir auf jeden Fall die deutlichen Lippen Daumen hoch. Was denkt ihr? Wird es funktionieren? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. So, ein langer Tag geht zu Ende. Ich saß tatsächlich 9 Stunden bei Vanya auf dem Stuhl. Aber wenn man bedenkt, dass ich am Anfang des Tages noch dunkelblau war, fetzt es schon ziemlich. Also wie ihr seht, an einigen Stellen ist es halt echt schon orange geworden. Zwar nicht so kräftig, aber immerhin. Ja, als wir das erste Mal mit Magma blondiert haben, war es ja leider lila. Deswegen ist hier noch so ein Rosa drin. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal der erste Schritt. So krass, von blau auf orange. Das funktioniert halt einfach nicht beim ersten Mal. Das war mir auch klar. Wir mussten ja erstmal das Blau mit Nuance rausblondieren. Wir haben ja extra schon rot-orange gemischt. Magma ist ja eine Blondierung, die gleichzeitig nuanciert, also aufhellen. Und durch die Nuancierung konnten wir gleichzeitig das Blau neutralisieren. Ja, haben aber wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel Rot reingemacht. Deswegen ist es dann lila-rosa geworden. Wir sind dann, wie gesagt, nochmal mit Lemon drüber von Magma, also dieses pure Gelb, und haben dann auch keine normale Blondierung mehr mit reingemacht, sondern wirklich nur Magma benutzt. Und das hat halt das Lila, was noch drin war, gut neutralisiert. Wow,
und das Orange, was ich mit Crazy Colors angemischt hatte, das war einfach ein bisschen zu schwach, als dass es das abdecken konnte. Ich habe mir den Rest von dem Orange, was wir gemischt haben, mitgenommen, habe noch ein bisschen kräftigeres Orange reingekippt und noch ein bisschen Gelb. Ich denke, morgen nach der Arbeit werde ich nochmal zu Hause drüber gehen, da wo das Orange sein soll, und dann bin ich mal gespannt, wie gut das meine Haare annehmen. Aber Leute, das Lila ist ja mal mega der Knaller, oder? Super geil. Ja, ich würde sagen, das hat funktioniert, ne? Oh, das ist viel besser. Jetzt habe ich nicht mehr diesen ultra nervigen rosa Stich im Haar. Das war ja fast nur rosa, da waren ja nur unten die Spitzen ein bisschen hellorange. Die lila Ansätze haben wir, das knallige Orange haben wir. Jetzt fehlen halt echt nur noch die gelben Spitzen und eventuell noch mal ein bisschen roter Übergang. Und dann habe ich es geschafft. Ich glaube, ich hatte noch nie orangene Haare. Nee, hatte ich glaube ich echt noch nie. So ein richtiges Orange-Karottenrot hatte ich noch nie. Habe ich das auch mal ausprobiert. So, hello. Es ist jetzt fast eine Woche her, dass wir die Tönung gemacht haben. Jetzt ist das Ziel eigentlich einigermaßen soweit erreicht. Es ist, ja, Sunset her. Nee, es ist jetzt sogar schon 2 Wochen her, dass wir die Tönung gemacht haben. Die Zeit vergeht. Ich bin ja nochmal mit dem Orangestrippe gegangen. Das letzte Ergebnis habt ihr ja gesehen. Dann hat meine Chefin mich als Frisiermodell gebraucht. Deswegen haben wir mir die Haare gewaschen. Und dann war es halt so, dass das Lila ein bisschen verblichen war, so wie es halt jetzt ist. Weil das hat mir dann nicht nochmal nachgetönt. Und das Orange war eigentlich fast komplett raus. Und es war wieder rosa. Wie gesagt, dass diese Tönung hält, muss ich erstmal wieder sehr oft drüber tönen, bis sich das einigermaßen gefestigt hat und die Tönung dann auch drin bleibt und nicht bei jeder Wäsche dann weg ist. Ja, aber ich versuche die jetzt sowieso so wenig wie möglich zu waschen, dass die Farbe so lange wie möglich drin bleibt, bis ich wieder das nächste Mal nachtöne. Das muss ich halt auch erstmal aufbauen, die Farbe, dass es dann halt auch längerfristig haltbar ist. Ja, aber ich habe jetzt Sunset Hair. Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Immerhin. Ich wollte jetzt einfach mal wieder ein bisschen was Wärmeres, und ich wollte ja sowieso die ganze Zeit schon orange. Wenn euch diese Haartransformation gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Teilt das Video, kommentiert, wie ihr die neue Haarfarbe findet. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, dann auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bye!